So Leute, grüßt euch und willkommen zu der nächsten Folge Pokémon MMO 3D. Ja, in dieser Folge ist es soweit, da werden wir endlich mal, ja, halt, ne, unser Shilock, ne, weiterentwickeln. Wir sind jetzt bei Level 33, das heißt 3 Level müssen wir noch steigen. Aber ich guck mal ganz kurz in den, Broker rein, ob wir vielleicht jetzt endlich mal wieder, ne, anscheinend verkauft haben. Nein, leider nicht. Aber dennoch haben wir schon eins verkauft, da haben wir es richtig schön Geld, ne, also, so ist es ja nicht, ne. La 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 la. So, ab geht's jetzt. La. So. Komm raus, Schelokikos. Drei Level hauen wir dich jetzt noch hoch. Und dann, wenn du mal so Zeit läuft. Und dann tun wir dich weiterentwickeln. Yolando. So, ab geht's. So, Pokémönchens, kommt mal alle. Ich will euch alle hauen. Sich Flotikos, ja, komm mal her. Das ist natürlich auch, ne? Ein Vorteil. La 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 la. Komm schon. Ja, dann da. War ganz kurz eben, Leute. Ah, doch, alles in Ordnung. Doch, doch, doch. So. So. Nichts bekommen. Nein, 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 das Paradeck. Das auch nicht. Ach komm Leute, gibt mir irgendwas, was wir auch erschlagen können. Die Parasekte sind noch zu frech. Das interessiert mich, das Lidian. Das gibt richtig viele Punkte. Das holen wir. Und die Weiterentwicklung von Lidian. Lidian, das ist die Weiterentwicklung. Das sind gleich beide Versionen da. Ha, wie lustig ist das denn? Los, hau doch kaputt. Hey. Was? Wie kann das denn hier sein? Komm schon. Komm schon. Meine Fresse, das gibt's doch nicht. Ey! Alter, da war spinnig. Oh, schon gestiegen sofort. Ja, megamäßig. So, du sofort. Ja, Wollo. So, sind auch direkt schon sofort im Level gestiegen. Ja, megamäßig. Oh, das ist doch nicht zu fassen. Ich muss echt hier. Mal so Knochenbrecher werden alles verprügeln, was im Spiel rumläuft. Ist doch nicht zu fassen. Scheiß nochmal. So verhaut sich doch der Part-Mensch nochmal. Ich muss doch mal ein bisschen locker flockiger abgehen, damit er das Schilder kriegt, so hoch zu leveln. Das kann ja wohl nicht wahr sein. Komm her, Spinner. Ich hau dir jetzt auf die Fresse, dann bist du gehst und drauf. Hast du verstanden? Siehst du, so muss das sein. Kann doch nicht so schwer sein, immer, Mann. Komm, du kommst auch hier, noch am Weber perfekt. Sieh zu, komm her jetzt. Ich hau dir dein Gesicht runter, hast du verstanden? Sag mal, tritt das doch jetzt mal, Schiller. Oh. Nein, yay. Komm her, Spinnerack. Wenn der Weber. Ja, perfekt. Oh, jetzt fäng ich das schon wieder mit diesen Parasexen. Die kann ich aber noch nicht ankommen. Die hauen mir die Füße runter, dass ich denen die Füße runter. Den die Füße runterhauen, genau. Ja, wir gehen jetzt mal in die. Warte mal. Der lässt sich doch auch gut verprügeln von uns. Da war doch was, ne? Doch, definitiv. Also. So ist das. Yolanda! So, da sind wir wieder gestiegen. Da müssen wir noch einmal. Also, doch, also, wenn wir doch noch alles gut schaffen in dem Part hier. In dem Part kommt endlich das Schiller. Ja, Leute, dann haben wir noch eine Sache. Und zwar ist es so, dass wir ja dann auch schon bald alle Pokémon haben, wie es so möglich ist, hier im Spiel zu bekommen. Auf der Weiterentwicklung oder auch so. Ja, was. Die natürlich, wenn sie nichts haben und nicht haben werden, ist wahrscheinlich das View. Weil, ja, ne? Und deswegen schreibt mir mal in den Kommentaren, wenn ich eine Pokémon so an sich habe, die es so gibt und die auch schnellerweise zu bekommen sind. Wie soll ich danach das letzte Let's Play fortführen? Soll ich dann halt dann weiter einfach Folgen machen irgendwie? Wo ich dann halt dann in einer Folge nach der anderen immer auf der Mew suche gehen oder.
Wie soll ich das am besten machen? Wie soll ich weitermachen? Weil ich der Meinung bin, dass ich denke, jetzt, wenn ich jetzt die ganze Zeit Folgen mache, wo eigentlich so gar nichts Wichtiges mehr passiert, dass es ja eigentlich irgendwie ohne Sinn ist, ne? Oder was meint ihr? Schreibt mir das mal mit in die Kommentare, okay? Okay. Also, schreibt mir bitte, was ihr da so euch dann vorstellt, wie ich dann später, wenn es soweit ist, weitermachen soll. Ja, ich könnte natürlich, aber das machen wir jetzt mehr oder weniger schon, weil das hier jetzt das dritte ist. Ja, das wird das dritte Haupt, das vierte Pokémon des Teams hier sein, genau. Ja. Ich werde zwei möchte noch zusammenstellen, obwohl ich das weiter mit schon auch habe. Ja, das nächste Mal, das fünfte. Ja, wie gesagt, ne? Das Einzige, was ich natürlich machen könnte, ist halt Videos machen, wie ich noch halt die Pokémon alle weiter trainiere, aber es ist ja eigentlich auch nicht so relevant, das zu sehen, oder? Ich weiß es nicht, also. Aber ach, du bist wild, ist aber du bist auch nicht ganz sicher im Kopf. Hier für hier. Leg dich nicht mit dem Parasek an, dafür bist du nicht stark genug. So, und ich muss schon Kaffee machen. Gegessen wird heute nicht. Ich muss ja nur noch so an die 6 Kilo runter, also nur eine Woche. Den größten Teil meines Übergewichts habe ich ja schon weg. So, welche Pokémon fehlen uns denn eigentlich überhaupt noch? Bei Exploration 1 fehlen uns noch 3 Stück oder 4 Stück. Dann bei Exploration 3. Ich dachte ja gerade 1, ne? Genau. Bei Exploration 3 noch ein paar. Und dann halt noch bei den Höhlen, von den Höhlen noch ein paar Pokémon, aber da nicht ganz viele, sondern vielleicht noch 2, 3 neue Pokémon, die ich dazu kriegen könnte durch die Höhlen. Ja, und dann, dann sind da halt noch die Boss-Pokémons, ne, also die ganz starken. Ja, auch in, die halt auch eher so in den Höhlen sind und so. Und auch hier auf dem Vulkan, dem Vulkan da hinten, den Feuervogeln, ne. Dann halt noch die und dann war es aber halt auch, ne? Also ganz so viel haben wir schon nicht mehr vor uns. Das Einzige, was halt noch ist, ist, dass wir halt noch schauen, dass wir halt nur noch halt dann mal irgendwann irgendwie die seltenen Pokémons finden, ne? So, versuchen wir mal das Pinsif zu vermögen, vielleicht klappt es jetzt mal. Eieieiei, ja, ja, hau, 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 wow, hau, ja, Landa, gleich ein, oha, echt. Wir haben sogar 1000 Punkte dadurch gekriegt, über 1000. Mega mäßig. Also die Pinsies hauen ja richtig Punkte raus. Also das finde ich irgendwie geil. Das finde ich jetzt wirklich irgendwie richtig geil, muss ich sagen. Hätte ich nicht erwartet. Mega mäßig, mäßig, mäßig. Oh. Gut, dann versuchen wir mal. Okay, Dodo oder Dodo? Nein, Dodo, in Deutsch, ne? Komm her, ich will dich. Du, sieh zu. Du sollst dir was einstellen können, das war Schläge. So, jetzt hau ich dir noch einer rein. Sich Flor. So, komm du auch her. Den bügel ich auch noch dein Gesicht kaputt eben. So, vernünftig. Ja, komm. Boah, yeah. Noch ein bisschen, wir haben es gleich geschafft. Gleich können wir das Schild weiterentwickeln, Leute. Yeah, mega mäßig. Ein Pins hier. Aber es ist schon ein. Oh, ein kaputtes. Ja, zum Glück. Denn das wird ihn wahrscheinlich jetzt nicht mehr überleben, den Kaffee natürlich, ne? La 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 la. Ah, da hätten es doch wieder ein, jawohl. Und jetzt das noch eben perfekt. So, zack. Oh oh. Versuchen können wir es doch schaffen, wenn wir es wollen nicht. Ha! Was war das gerade? Wir haben so ledig! Und das war jetzt aber mega mäßig. Ho, 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 ho. Ja, aber mäßig, ey. Das hätte ich jetzt auch nicht gemeint, dass wir das jetzt so erschlagen werden. Also das war schon. Ja, hey, komm, 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 hau, 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 hau,
Hau, hau, hau, hau, hau, hau. Gab es in den A-Bock nicht auch noch eine Weiterentwicklung, Leute? Ich kann mich jetzt gerade nicht mehr so direkt daran erinnern. Ja, werden wir ja sehen, ne? Weil wir gehen dann noch jetzt Schritt für Schritt dann noch, ne, in den nächsten Episoden jetzt noch jedes Pokémon, was wir weiterentwickeln werden. Natürlich dadurch auch die Pokémon trainieren werden, ne? Ja, also weiter geht's jetzt. A-Bock. Ne, ich möchte aber nicht fangen. Den Shiny weiß ich aber nicht, ne? Ne. Aha, komm mal her, Parasite, komm her. Komm, gib mir auch die Punkte. Oh, es hat gar keine Punkte gegeben. Was ist das denn für eine Undankbarkeit, ha? Abhauen, abhauen, das ist ein Boss, das ist ein Boss, das ist ein Boss, das ist ein Boss. Lass mich hier in Ruhe. Das ist ein Boss-Pokémon, dagegen habe ich noch gar keine Chance. Schade eigentlich. Leute, das war gerade einer der Boss-Pokémon, habt ihr gesehen? Und dagegen habe ich keine Chance, da muss ich mich doch komplett fernhalten von. Weil die sind so stark, die prügeln mir das Gesicht von kommt, das sage ich euch. Das heißt mir, also den Pokémon, ne? Den ich spiele, das sind die gemeinigen Pokémon, genau. Komm, komm! Noch nicht! Uah. Gut, komm her, du sich für die hau ich doch eben eins ins Gesicht und dann müsste ich eigentlich steigen. Komm her! Ja, so Leute. Es ist soweit. Ich bin genauso gespannt, wie ihr gespannt seid. Jetzt kommt das Tour Talk. Dann machen wir etwas cooler. Oder? Doch nicht. Ne, wir machen das doch fest so rum. Oh Mann. So, Ladies und Gentlemen. Doch, geht doch von in die Fläche. Ja, passt so. Ladies und Gentlemen, let's go. Ich präsentiere euch das einzigartige und wunderbare und coole beste Tour Talk. Zack, yo, Ladies. Leute, das erste Mal in meinem Leben, dass ich hier den Spiel Tour Talk habe. Wie geil. Yeah. Mega mäßig. So, ja. Hat das denn auch irgendwelche neue Attacken jetzt noch dazu gekriegt oder so? School Bash, Waterpool, okay, die ganzen haben wir schon alle, ja. Wise Throw, ja, das ist eklig, Mann. Ja, das sind alles diese ganz normalen da, genau. School Bash. No, das fügen wir mal da hinten ein, genau. Ja, Leute, wie Zeit ist denn noch? 7 Minuten noch. Ja, dann würde ich sagen, in den letzten 7 Minuten schauen wir uns mal ein bisschen in Ruhe um. Welches Pokémon wir denn nun dann tatsächlich angehen? Warte mal, stopp mal. Das hier, haben wir davon schon alle Dings, dann machen wir das dann noch eben fertig, ne? Genau. Nummer 50. Schauen wir mal eben, ob wir davon schon alle haben. Boah, ist das riesig. Warte mal, das ist schon die letzte, kann das sein? Jo, das ist schon die letzte Evolution. Das heißt, davon haben wir schon alle 3 Versionen. Ja, cool. Ja, davon haben wir auch alle 3 Versionen. Ah, ja, das ist schon die. Ach, das haben wir auch schon weiterentwickelt gehabt, genau. Gucken wir es mal ganz kurz annehmen. Nummer 6, das ist auch schon Level 40. Boah. Das, wie heißt das nochmal? Ponita? Ja, aber ne, ist ja die Weiterentwicklung, ne? Nur wieder steht da halt auch Ponita, aber eigentlich, Bashful, genau. Na Quatsch, Rapidash, Ponita, warte. Ponita und Flamara, glaube ich. Na, ja doch, genau, das war Flamara, richtig, genau. Das war, glaube ich, tatsächlich Flamara. Ja, ne, also wie gesagt, ne? Die Weiterentwicklung haben wir auch bereits. Ja, dann muss ich mal halt jetzt. Dann müssen wir halt jetzt hier mal nachgucken, was wir denn noch alles weiterentwickeln können. Shigi? Ja, Shigi, das ist genau, das haben wir ja schon. Ne, Quatsch, das war ja das Duflor. Stimmt, das Shigi haben wir noch gar nicht weiterentwickelt. Oder doch? Das sind ja die Weiterentwicklungen von Shigi. Moment mal. Ja, natürlich. Ja, das sind die Weiterentwicklungen von Shigi. Also Shigi haben wir auch schon komplett. Okay. Was ist mit dem hier? Das ist das. Ja, mal gucken eben, was mit dem ist. Gibt es davon noch Weiterentwicklungen? Das haben wir auch schon alles, genau. Warte, gibt es davon noch Weiterentwicklungen? Knopfenser! Bingo, Leute! Das Knopfenser! Das werden wir jetzt weiterentwickeln. Genau, der Fertig hat noch ein zweites Knopfenser gesammelt, aber wo haben wir das? Ach, da. Gut, das nehmen wir dann jetzt und so, zack. So, 5 Minuten haben wir noch, also Knopfenser einmal bitte, rauskommen
Und dann, ne, das mal eben kurz alles nachgucken, hier und was. So, Ladies. 21, Level 21. Ah. Und das hat auch nur eine Weiterentwicklung, und zwar Ultrigaria. Genau. Da würde ich sagen, dann fangen wir mal an, daran zu arbeiten. Los geht's. Yeah. Boah, ich frage mich gerade, was das denn überhaupt alles kann. Ah, da bin ich mal gespannt, ne? Ja, Leute, bin ich jetzt mal selber richtig gespannt. Okay, so kann ich da nicht springen. Da ist der Spieler faul. Ach, übrigens, falls dieses Video diesmal irgendwie nicht wirklich flüssig ist, dann entschuldige ich mich jetzt schon dafür. Weil ich habe, OBS mal nochmal wieder ein bisschen rumgefummelt. Also eine kleine Sache umgestellt, und zwar den Encoder auf Nvenc direkt wieder umgestellt und ja. Und in dem letzten Video habt ihr auch gemerkt, dass es irgendwie nicht richtig rund lief auf einmal die Aufnahme, warum auch immer. Da war aber hier mehr nur bei Pokémon MMO 3D. Aber wie gesagt, Leute, ich arbeite immer noch dran, es richtig perfekt zu optimieren. Aber wie gesagt, liegt nicht an meinem Rechner. Das liegt definitiv tatsächlich an OBS, weil ich habe nämlich einen High-End-Rechner, ne? Also von daher. Aber ihr spinnt, boah, ja, mein Ding ist ja so zu schlagen. Okay, das heißt, es geht wieder zurück zu, ich weiß aber nicht, ja, doch nicht in dieser Stelle, Mama. Hier sind die Pokémon alle so stark, die haut hier auch, hier mal Knopfenster auch so oder so kaputt, also, oh, Moment mal. Erstmal eben Heilung machen, ne? Ja, jetzt machst du mal oder ne? So, zack. So, jetzt wollen wir schon mal ganz bisschen eben mal anfangen, ne? So, 60 Kurs. Ladies and Gentlemen, I am sea. I wanna ni na ni na ni na ni na ni. I am sea. Ja, komm her. Tauzi, bitte geh kaputt. Ach, ist egal. Ich kann es wachsen lassen. Es hat schon die Wachsfähigkeit, ist ja mega mäßig. Warte, was ist das? Ach so. Alles da, das muss also. So, da. Oh, komm. Ja, komm. Sehr schön, sehr gut. Yeah, woo! Da komm schon jetzt. Und zack. Und ich hoffe mal, dass auch meine Webcam vernünftig aufgenommen ist, weil habe jetzt die Logitech Brio 4K Streaming Edition und naja, ich habe beim Kauf der leider von den technischen Daten was falsch verstanden. Und das von den technischen Daten her irgendwie dieselbe, nur naja, irgendwie keine Ahnung. Aber mir scheint dann doch, dass der irgendwie die Performance der Kamera doch irgendwie anders ist. Also was halt, ne, die 4K-Auflösung da angeht. Zack, komm schon. Jawohl. Wo ist so Massershow, Taubsi? Du kannst dich einfach mal... Hallo? Ich hoffe, hagelt. Ja gut, Leute, ich würde sagen, 2 Minuten haben wir noch. Dann schauen wir jetzt nochmal in den Broker rein. Aber jetzt hier... Ne, hat sich auch nichts getan. Naja, schade, dass sie mir die jetzt noch nicht abgekauft hat. Aber macht nichts, wir haben ja gerade, wenn wir dann ja richtig viel Geld, ne? Ja, aber ich weiß auch nicht, was wir mit dem Geld machen sollen. Im Moment habe ich auch keinen Bedarf, eigentlich irgendwas zu machen mit dem Geld hier. Das Einzige, was man machen könnte mit dem Geld hier und worauf ich doch das Bedarf habe, ist, Anfänger zu helfen, ne? Dass wir irgendein Billig-Pokémon, dass wir ein bisschen Geld zusammensammeln, dann ein Billig-Pokémon für, sagen wir mal, 100.000 verkaufen, macht ja nur 1.000 Euro, glaube ich, irgendwie so weiter, also Dollar. Und ich kaufe das denen dann halt für so viel Geld zum Beispiel ab, ne? Dass sie dann ein bisschen Geld vernünftig haben zu den Anfang, ne? Ja, also die Leute so ein bisschen aushelfen. Okay, Leute, dann danke fürs Zuschauen, abonniert meinen Kanal und ja, bis zum nächsten Mal bei Pokémon MMO 3D. Und wie gesagt, schreibt mir bitte in die Kommentare, was ich machen soll, wenn es soweit ist, dass ich so an sich alle Pokémon dann habe, auch durch Weiterentwicklung und etc., die man bereits im Spiel bekommen kann. Ja? Schreibt mir, was ich dann machen soll, wenn das erreicht ist, das Ziel, wie ich da mit dem Let's Play halt weiter verfahren soll, ne? Und ja, wie ich die Serie dann halt weiter machen soll, ne? Ob ich dann einfach dann irgendwie noch weiter voll machen soll, ne? Wo ich dann halt einfach nur noch auf das Suche gehe nach dem Mew und so, ne? Ja.
Weil ich da mal so Training-Parts brauche, ja eigentlich jetzt nicht durchgehend mache, ist ja auch Unsinn. Aber wozu ich dann noch Parts machen könnte, ist, dass ich zum Beispiel mal Pikachu ordentlich durchtrainiere und auch wichtige andere Pokémon, die ich jetzt hier oben schon zusammenstelle, weil ich fange an, mein Team hier zusammenzustellen. Und dass ich die alle ordentlich stärke und dass wir dann halt auch mal gegen die Boss-Pokémon zum Beispiel langsam angehen können. Und dass ich dann halt dann, wenn es soweit ist, dann halt eher nur noch Episoden mache, ne? Also Aufnahmen, also ne? Folgen machen, wo ich dann halt gegen die Boss-Pokémons kämpfe, wo wir dann halt die Boss-Pokémons holen. Aber bis dahin, ne, wie gesagt, Leute, schreibt mir in die Kommentare, was dann geschehen soll. Und bis dahin, ja, abonniert meinen Kanal, gebt mir einen Daumen hoch und bis zum nächsten Mal. Bye.